We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy auf meinem YouTube-Kanal im Küchengarten. Leider ist mir ein Missgeschick mit dem Mikrofon meiner Kamera passiert und es wurde nur das Bild und nicht der Ton aufgezeichnet. Deswegen muss ich jetzt leider ausnahmsweise nachvertonen. Aber später im Laufe des Videos klappt es mit dem Ton dann wieder. Weihnachten steht vor der Tür. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Adventzeit und dass ihr euch auf einen geruhsamen heiligen Abend im Kreis eurer Familie freut. Ich habe schon Kekse gebacken, den Baum geschmückt und jetzt steht dem großen Augenblick nichts mehr im Wege. Heute möchte ich mit euch noch etwas ganz Besonderes machen, was sich viele von euch gewünscht haben. Und zwar, genau, ich zeige es gerade im Video, verlinke ich euch oben mal eines meiner Videos zum Thema Was tun, wenn die Blätter eurer Orchidee schrumpelig und schlaff ausschauen? Und zwar, wie ich in diesem Video erklärt habe, kann durch zu dichtes, zu feuchtes Substrat das Wurzelsystem stark geschädigt werden. Es kann zu Fäulnis kommen, zu Schimmelbildung und letztendlich werden die Wurzeln innerhalb des Substrates komplett zerfallen und können ihrer Tätigkeit des Wassertransportes und Nährstofftransportes nicht mehr nachgehen. Und so etwas, wir können ja nicht in das Substrat hineinschauen, zeigt sich als erstes am Zustand der Blätter. Diese werden dann schrumpelig, schauen nicht mehr gesund aus, werden leicht biegsam. Die Orchidee aus meinem Video seht ihr hier vor mir. Durch die Maßnahmen, die ich ergriffen habe, konnte ich sie komplett wiederherstellen. Sie hat einen unglaublich starken, kräftigen, gesunden Wurzelballen ausgebildet. Die Blätter sind wieder straff, grün und saftig und ohne Falten. Sie hat sogar einen neuen Blütenstängel ausgebildet, also ein hundertprozentiger Erfolg. Und heute ist es soweit, ich werde sie wieder in einen Topf mit Orchideensubstrat einsetzen. Ich hätte sie natürlich auch in diesem Glas belassen können. Es hat ihr dort wunderbar gefallen, sie hat sich prächtig entwickelt. Wichtig ist hierbei jedoch sehr, dass man nicht zu viel Wasser in das Glas einfüllt, immer nur fingerbreit, denn sonst kann es leicht zur Fäulnis kommen. Jetzt nehmen wir eben dieses herrliche Wurzelsystem aus dem Glas heraus. Es hat sich teilweise sogar schon am Rand des Glases festgeklebt. Hier sieht man wunderbar, wie herrlich diese Orchidee wieder in Schuss gekommen ist. Wenn ich sie jetzt so nackt vor mir liegen habe, kontrolliere ich noch einmal auf verfaulte Wurzelteile. Hier habe ich ein Stück gefunden und das werde ich jetzt einfach wegschneiden. Hier habe ich nun das verfaulte Stück. Hier erkennt man es sehr schön an der Farbe. Sie ist braun. Zusätzlich kann man es noch sehr gut am Druck erkennen. Also man sieht hier eine gesunde grüne Wurzel ist widerstandsfähig und voluminös. Und diese faulige ist nur mehr matschig und ohne jeden Widerstand. Die schneide ich einfach ab. Hier erkennt man auch wirklich sehr schön anhand der Farbe, wie sich die Wurzeln verändern. Das saftige Grün ganz unten bedeutet, dass sie
Wasser aufgenommen haben, dass sie gut hydriert sind, dass sie Wasser und Nährstoffe leiten. Und das Silbrige ist, dass sie trocken sind und keinen Kontakt zum Wasser hatten. Hier habe ich jetzt auch noch ein Stück Wurzel gefunden, was hier oben geknickt ist. Das heißt, es könnte in der Zukunft Probleme machen. Und da diese Orchidee sowieso so viele Wurzeln hat, nehme ich das sicherheitshalber auch gleich weg. Und jetzt geht's auch schon ans Eintopfen. Hier habe ich meinen Lechusa-Orchideentopf. Der hat so einen Einsatz mit unten einer Aussparung, wo Wasser hinein abfließen kann, das Überschüssige. Und mittels so Schnüren wird das dann nach oben gesaugt. Mit denen bin ich eigentlich sehr zufrieden. Klappt für meine Orchideen wunderbar. So haben sie nie nasse Füße, aber doch von unten eine Luftfeuchtigkeit. Dann habe ich mein selbstgemischtes Orchideensubstrat. Da habe ich ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch oben in der Ecke. Worauf man auf jeden Fall achten muss, ist, dass das Substrat nicht zu dicht ist. Auch bei gekauftem Substrat, weil die Wurzeln eine Luftigkeit brauchen, um nicht zu schimmeln oder zu faulen. Hier habe ich eine Mischung aus Bleton, Pinienrinde, Kokosfasern und Sphagnummoos. Zuerst fülle ich immer den Boden mit etwas Substrat auf und dann setze ich den Wurzelballen vorsichtig hinein und fülle die Hohlräume rundherum vorsichtig mit dem Substrat auf. Dazwischendurch ab und zu immer wieder schütteln, damit es sich gut setzt. Jetzt gehe ich das Ganze noch gießen und dann war es das auch schon. Ich habe hier Regenwasser, das ich gesammelt habe und schön in der Gießkanne temperieren habe lassen in meinem Wohnzimmer. Mit dem fülle ich jetzt den ganzen Topf auf, lasse das Ganze 5 Minuten stehen, bis alles vollgesaugt ist und leere es danach wieder komplett ab. Natürlich hätte ich die Orchidee auch gleich im Glas lassen können. Es ist ihr dort so gut gegangen. Das hätte ja gar nichts ausgemacht. Unsere Orchideen können jahrelang in so einem Glas überleben, genauso wie im Substrat. Auf was man allerdings aufpassen muss, ist, dass man nicht zu viel Wasser hineinfüllt. Also immer nur fingerbreit den Boden damit bedecken, damit sich eben nicht zu viel Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit bildet und die Wurzeln dadurch zu faulen anfangen. Und zwischen den Gaben von Wasser sollte man auch immer ein komplettes Abtrocknen der Wurzeln gewährleisten. Das war nun also die komplette Geschichte der Rettung meiner kranken Phalaenopsis-Orchidee. Ich wünsche euch eine wunderbare Weihnachtszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest mit eurer Familie, Gesundheit für das nächste Jahr, Zufriedenheit, viel Freude. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, dass wir uns auch nächsten Mittwoch wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Alles Liebe, bis dann!